Ahoi Piraten und willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Wir haben im letzten Part hier in Kingston einige Assassinenaufträge und die Templerverfolgung. Ja, die Templerverfolgung noch nicht abgeschlossen, aber die ersten Missionen davon und der finale Streich gegen den Templer, der die Probleme, die wir in den vergangenen Missionen hatten, verursacht hat. Also von dieser Reihe hier, um den wird es jetzt gehen. Den werden wir, ja, ich denke doch mal in die Hölle schicken. In diesem Sinne, die List des Kommandeurs. Auf geht's. Ich habe einen Plan, doch er wird nicht einfach. Abraham hat beste Verbindungen und tiefe Taschen. Aber wir kennen einen Mann aus seinem innersten Kreis. Wir verfolgen ihn, bis er uns zu unserem Ziel führt. Lasst mich ihm ein Ende bereiten. Da kommt er schon. Okay, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass er so offen direkt zu uns kommt. Aber warten wir es ab. Ich dachte gerade im ersten Moment, wir sollen ihn erledigen, aber im Moment gar nicht. Erstmal einfach nur im Auge behalten. Sieg zu feiern. Wir sind in der Überzahl. Wir werden sie überrennen. Schade, dass sie nicht eingeladen sind, um uns beim Feiern zuzusehen. Wirklich. Ich gönne mir mal den Luxus der vier Ladies hier. 150, geht's noch? 150 Real investiere ich da doch gerne, wo man dann jetzt sehr entspannt verfolgen kann. Einfach hinterherlaufen. Officers, darf ich stören? Passt. Je mehr, desto besser. Ich komme gerade aus der Kaserne. Ich bin sicher, die neue Waffenlieferung wird unserem Problem mit den Maroons ein Ende bereiten. Das so, wird ja immer mehr. So ist es geplant. Denkt ihr, sie rechnen damit? Wahrscheinlich. Irgendwie tun sie das selber. Aber diesmal ist es uns egal. ist klar. Nun, wenn ihr mich dieses Mal sollte es ihnen eher nicht egal sein. Bevor ich dem Fest beiwohne. Ich eben. Okay, ich dachte schon, wir schnappen uns die gesamten gebündelten Truppen. Hätte ich jetzt eigentlich gerne gemacht, muss ich sagen. Viel Feind, viel eher. Aber gut, okay. Lass mal weiter die Wachen verfolgen. Und da hinten unser Kollege. Nicht sehr unauffällig, wie ich meinen möchte. Aber gut, jetzt hat er sich auch ein paar Tänzerinnen geholt. Hm? Heute auch teilnehmen? Ja, ich sprach gerade mit ihm. Er ist hier irgendwo. Aber die ganze Zeit unter unserer Nase. Nie traf ich einen Soldaten, der so gerissen war wie ein Maroon. Es ist kein Wunder, dass er schwerer zu schlagen war, als die Schrecklinge vor ihm. Okay. Ja, Ladies, dann würde ich mal sagen, vergnügt euch. Und wir kümmern uns um das Ziel. Mein Vater kämpft sich in den Koromanten. Einer der wenigen, die es überlebt. Dieser Kutschow ist dir wirklich so ein guter wie alle Abraham gewann. Ich spucke auf ihn. Und auf deine Brüder. Okay, ich dachte gerade im ersten Moment, dass das war ja gerade so, als hätten wir das Ziel gefunden und dann steht er doch ungültig. Ich wüsste jetzt gerne, ob ich entdeckt werden darf. Wagen wir es. Finden wir es raus. Okay, ich suche mir ein bisschen Streit, dann werden wir rausfinden, ob wir entdeckt werden dürfen. Aber es sieht gut aus. Alles klar. Dann gehe ich lieber in den offenen Kampf. Oh. Da hinten geht einer eine Glocke. Verdammt. Da hat er auch schon Verstärkung gerufen. Nix ist, Freundchen. Schluss damit. Reicht mir, wenn ich die erledige, die eh schon hier sind. So, dann weg mit dem verdammten Ding. Die heilen. Voller Faust. Furchen, Alter. Erdbeben, Mann. Die greifen aus Schluchten heraus an. Aus Löchern und Höhlen, die durch Erdbeben nicht der richtige Mann. Erdbeerenfälle. Okay, es gibt wohl viele, die dann so ähnlich aussehen. Oder muss ich irgendwas? Habe ich am Anfang scheinbar verpasst. Weil mir wird ja immer ein Symbol auf der Karte angezeigt. Und immer wenn ich es überprüfe, heißt es dann hier doch nicht. Verdammt, ich muss nochmal warten, bis er angegriffen hat. Diese Kommandanten sind verdammt lästig. Vor allen Dingen, wenn jetzt der von hinten noch angegriffen hätte. Aber er war so nett. Und wo ist schon wieder einer am da hinten? An der Alarmglocke dran. Schluss damit. Aua!
Guter Move. Den habe ich auch noch nicht gesehen von Feinden. Dass die mich so haben auflaufen lassen. Respekt. Oh, okay. Und unser Ziel. Unser richtiges. Oder auch mal Zeit. Kommt, Leute. Schluss jetzt. Unsere Pistole einsetzen. Au, 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 au. Scharfschützen haben wir auch noch hier. Ja, komm schon, Freund. Dann greif mich an. Und gute Nacht. Hunter. Wie lange haben wir gekämpft? Eure Männer in den Bergen ohne nennenswerte Waffen. Und meine Armee hochglänzend. Und doch lebt ihr. Und ich sterbe. Euch fehlt die Überzeugung zum Sieg. Was suchst du, hä? Noch ein paar Sachen von Wert? Okay. Ich würde sagen, damit können wir eigentlich auch uns aufmachen Richtung Havanna. Okay, einmal mal schnell aus dem Gebiet abhauen. Aber dann allgemein Richtung Jackdaw und Richtung nächster Mission. Kommt schon, verdammte Wachen. So, ich bin doch eigentlich aus dem Sichtbereich raus. Das heißt, wenn ich jetzt hier, jawohl, sehr schön, im Versteck bleibe, müsste doch eigentlich ich wieder anonym werden. Wunderbar. Okay, in diesem Sinne, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, aber in Havanna, für die nächste Mission. Bis gleich. Von wegen Havanna, Nassau, Leute. Entschuldigung für die Fehlinfo. Noch ein? Ein Rumpflip diesmal. Und wo soll ich bitte frische Eier in diesem Loch finden? Hier gibt es kaum mehr als Pisse und Insekten. Hi, wir arbeiten dran. Oh, werte Lady, sagt, wie nennt man euch? Anne, wenn Sie nüchtern sind. Und später Kanaille. Doch niemals Lady. Nun, gütigste Anne, ich. Ein Eimer Scheiße, habt ihr mich gehört? Ein Eimer beschissene Scheiße! Das ist ein Trick, um uns einzuwickeln, bevor sie Nassau angreifen. Ihr werdet sehen, merkt's euch. Das ist kein Trick, Wayne. Ich habe es direkt aus dem Mund dieses Bermuda-Hauptmanns. Es gibt ein Generalpardon für alle Piraten, die sich stellen. Trick oder nicht, es ist wohl klar, dass die Briten nach Nassau zurückkehren. Und nicht ohne Waffen. Wir brauchen einen Plan. Komm mit uns, Kenway. Da braut sich was zusammen. Okay, das klingt ungut. Jetzt würden wir mehr Verteidigung brauchen. Vielleicht größere Schiffe. Mehr Force. In Ermangelung einer guten Idee tauchen wir besser ab. Keine Kaperfahrt und keine Gewalt. Tut nichts, was dem König sauer aufstoßen könnte. Das Sodbrenn des Königs juckt mich nicht im geringsten, Ben. Wird es aber, wenn er seine Truppen schickt, um die Reste von uns von dieser Insel zu tilgen. Sieh dich um, Mann. Willst du für diese Sickergrube sterben? Ei! Es ist unsere Republik. Unsere Idee. Ein freies Land für freie Männer. Vergessen? Es mag ein schmuddeliger Anblick sein. Aber ist es nicht trotzdem wert, dafür zu kämpfen? Ei, ich bin mir nicht sicher. Denn wenn ich mir die Früchte unserer Arbeit so ansehe, sehe ich nur Krankheit, Faulheit, Dummheit. Es gibt kein bisschen Unterschied zwischen hier und London, oder? Patch hat recht, Mann. Mit etwas Abstand betrachtet, geht es uns doch gar nicht so schlecht. Es gibt Sonne, Rum und Vergnügen, soweit das Auge reicht. Ei, Nassau mag aus der Ferne gut aussehen, doch an seinem Kern nagt Krankheit, die ich nicht ertrage. Krankheit kann geheilt werden, Ben. Wenn man nur die richtige Medizin hat. Aber Tote kann man nicht wiedererwecken. Ich glaube nicht, welcher Mist da über deine Lippen kommt. Dann nimm das Pardon noch an und vergiss es alles. Frieden, alle beide. Wir können beides erreichen, wenn wir gemeinsam vorgehen. Finden wir Medizin, die uns Linderung verschafft, aber ohne die Briten auf den Plan zu rufen. Und wie sollen wir das machen?
Nichts kapern. Niemanden bestehlen. Mich dünkt, der nächste Doktor sitzt gemütlich in Havanna. Kein Ort, den ich aufsuchen möchte. Die spanische Flotte, die vor 2 Jahren sank, hat Medizin gebraucht. Alles versiegelt in Glasampullen. Natürlich. Du brauchtest eine Tauchglocke, um so tief zu tauchen. Ja, Leute. Yes, yes, yes. Mit etwas Geld und Vorräten kann eine Tauchglocke nicht schwer zu beschaffen sein. Diesen Plan kann ich unterstützen. Medizin finden, ohne Ärger zu beschwören. Einverstanden, Thatch. Oh ja, Leute. Ich treffe euch bei den Wracks, sobald du bereit bist, Kenway. Aber sowas von bereit. Sowas von bereit, Leute. Es geht los, tauchen. Lass die Kanonen verkorken. Pass auf, Ben. Geil, 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 geil. Darauf freue ich mich schon. Ihr wisst schon eine ganze Weile. Ich bin schwer gespannt. Also dann, eine Tauchglocke kaufen. Wo haben wir denn den nächsten? Moment mal, du bist doch ein... Genau, du bist ein Gewischtwarenhändler, aber hier, genau. Einer für unsere Jackdaw. Oh, ich freue mich, Leute, ich freue mich. Ich bin echt gespannt, wie das Ganze aussieht. Verticken wir mal schnell, was wir hier noch an Rum und Zucker haben. Brauchen wir ja nicht. Was kriegen wir da noch? 2000 für den Zucker. Und Rum dürfte ein bisschen mehr sein. Wir haben ja genau... Sehr schön. Wenn wir irgendwann mal richtig in der Kohle schwimmen, müssen wir auch nochmal auf unsere Insel gehen und uns da schöne Gebäude kaufen. Aber erstmal natürlich die wichtigen Sachen. Ach Quatsch, verkaufen haben wir doch schon. Einmal mehr zurück, genau. Und jetzt, oh ja, da ist sie, die Tauchglocke. Her damit, aber hallo. Sehr schön. Und jetzt gucken wir auch gleich, wenn wir schon mal hier sind, was wir noch upgraden könnten. Drehbassen, würde ich sagen, klingt ziemlich gut. Die benutzen wir ja auch sehr häufig. Mörser etwas seltener, das würde ich dann noch aufschieben, zumal wir es uns eh noch nicht leisten können. Hierfür brauchen wir einen Plan. Jagdkanonen finde ich auch. Oh, den Breitseitenkanonenausbau. Da haben wir auch noch eine Stufe. Okay, dann würde ich sagen, warten wir und packen die erst die. Ja, ist glaube ich besser, die Breitseitenkanonen, auf die noch zu warten. Wobei, Drehbassen benutzt man auch verdammt oft. Und, ach kommt Leute, ich mach's Drehbassen her damit. Im Prinzip benutzt man ja nach jeder Salve auch die Drehbassen. Das heißt, die sind auch für einiges vom Schaden verantwortlich. So, sehr schön. Aber wen interessiert gerade die Drehbassen? Tauchglocke, Leute. Sehr schön, jawohl. Das Symbol kennen wir, das haben wir schon ein paar Mal auf der Karte gesehen. Und jetzt nutzt es uns auch endlich was. Ich denke, das hier dürfte... Das nächste sein. Und in jedem gibt es ja wahrscheinlich dann ein, genau, enthält einen Plan für ein Upgrade. Oh, wie geil. Wie viel gibt's denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück insgesamt. Okay. Oh, ich freue mich. Ich freue mich. Wo sie jetzt wohl die Tauchglocke hier untergebracht haben auf der Jackdaw. Bin schön neblig. The sweet winds of profit. Ach, die haben alle einen schönen Dialekt hier. Okay, liebe Jackdaw, oh, sieht das mittlerweile gut aus. Verdammt nochmal. Da wird man echt ein bisschen stolz irgendwie. Klingt bescheuert, ich weiß. Es ist ja nur ein Polygonschiff in einem Computerspiel. Aber trotzdem, wenn man sieht, wie das gute Stück wächst und gedeiht und allmählich zu einer schwimmenden Festung heranwächst. Sehr schön. Mit Gulaschkanone. Okay, Leute, tauchen, tauchen, tauchen. Hin da. Was es Neues gibt, wir haben eine Tauchglocke. Also dann. In See stechen, aber hallo, bis gleich. Okay, Leute, zurück auf der Jackdaw. Zurück auf dem Meer. Und ich habe jetzt nur noch ein Ziel. Und das ist so schnell wie möglich zu einem der Wracks zu kommen. Und unsere wunderschöne Tauchglocke auszuprobieren. In diesem Sinne, Reisegeschwindigkeit rein. Und auf geht's. Irgendwie mittlerweile gefällt mir dieses Segel auch glatt besser als das Dunkle, muss ich sagen. Am Anfang ging's mir überhaupt nicht so, aber mittlerweile irgendwie hat das was. Das ist doch direkt eine der neuen Shouties, die wir in Kingston eingesammelt haben. Oh,
fehlen natürlich auch noch einige, aber so zwei, drei hatten wir ja schon. Und das Lied kenne ich noch nicht. Und ich höre grundsätzlich und immer beim Segeln die Shanties. Unser Mädchen kann segeln. Jetzt zeigt es! Aber auch dieses Lied gefällt mir wieder richtig gut. Ich habe ein breites Grinsen auf dem Gesicht. Irgendwie freue ich mich jedes Mal wieder, wenn es aufs Meer geht. Also natürlich sind auch die Missionen an Land wichtig. Und es wäre schade, wenn es die nicht gäbe. Um Himmels Willen, es sind auch viele wichtige Assassin's Creed-Elemente oder eigentlich fast alle von damals, von vergangenen Teilen. Und trotzdem, zurück auf die Jackdaw kommen, ist immer ein bisschen wie nach Hause kommen. Und jetzt natürlich erst recht, denn da vorne, Leute, noch ein paar Meter. Und dann geht's ans Tauchen. Auf das ich mich locker schon seit, weiß ich nicht, seit Part 5 freue oder so. Okay, da sind wir. Ich habe keine Ahnung, was uns jetzt erwartet. Ich habe es mir weder auf Trailer noch auf Videos noch auf sonst irgendwas angeguckt. Hä? Gebiet noch nicht verfügbar? Wieso? Muss ich das verstehen? Wir haben doch jetzt mittlerweile eine... Okay, werfen wir mal einen schnellen Blick auf die Karte. Bin ich jetzt irgendwie zum Falschen und wir hätten woanders hingemusst erstmal, oder wie? Oh Gott, tatsächlich, ich bin so doof. Hier oben, nach Medizin tauchen. Wieso habe ich das denn vorhin nicht gesehen? Jetzt bin ich natürlich komplett zum Falschen gesegelt. Und wahrscheinlich können wir die anderen Wracks wie dieses hier erst wirklich frei ansteuern, wenn wir das erste da jetzt für die Mission erledigt haben. So Leute, ich will mich mit euch gar nicht anlegen, denn da habe ich nichts von, außer Ärger mit Piratenjägern, die mich gerade nicht kratzen. Insofern weiche ich denen mal aus. Okay, das war jetzt natürlich Murks. Schade drum. Aber vielleicht kriegen wir auf dem Weg noch das... Weil wir sind wieder in den nördlicheren Gefilden. Das heißt, man merkt es schon an den Schiffen, hauptsächlich kleine Schoner unterwegs oder Kanonenbötchen, noch kleiner. Keine größeren Schiffe, die wirklich auch mal etwas Ladung für uns haben. Sonst hätte ich gesagt, können wir die Zeit, die wir unterwegs sind, auch nutzen, um uns nochmal hier und da was unter den Nagel zu reißen. Speziell natürlich Metall für die Breitseitenkanonen. Und wir brauchen ja auch noch die Jagdkanonen, Mörser und so weiter und so fort. In diesem Sinne, Leute, ich glaube, ich mache hier mal an dieser Stelle nur einen kleinen Cut, bis wir da vorne sind, weil ich will in diesem Part auf jeden Fall auch noch das erste Tauchen unterbringen. Da will ich euch jetzt nicht drum bringen, das wäre irgendwie gemein, nur weil ich in die falsche Richtung gesegelt bin. In diesem Sinne, wir sehen uns gleich fort. Okay, Leute, da sind wir wieder. Und da vorne sieht man doch schon unser Ziel. Oh, ich bin so gespannt. Es kribbelt in den Händen, wie es unter Wasser aussehen wird. Bislang, man konnte ja nicht untertauchen. Wie sie das gestaltet haben. Sie werden sich irgendwas haben einfallen lassen, um das Ganze spannend zu gestalten. Und ich bin tierisch neugierig, wie sie das gemacht haben. Im Übrigen, jetzt sieht man mal das Lenkrad ein bisschen hier, das Steuerrad. Ich weiß gerade nicht genau, wie ich es bekommen habe, aber auf jeden Fall, irgendwann war es auf einmal da. Na, Blackbeard. Hol mich der Teufel, Thatch. Das ist ein nettes Schiff hier. 32 Kanonen. Bei 40 habe ich aufgehört zu zählen. Ist die Leiter aufgestiegen? Und? Schon irgendwelche Medizin gefunden? Nein, nicht hier in der Nähe, leider. Doch weiter draußen gibt es Wracks, die bisher von nichts als Krabben und Korallen berührt wurden. Ich sehe sie mir an. Edward? Edward, seid ihr das? Meine Güte, die westindischen Inseln sind ein Dorf. Hallo, Barnett. Welche Überraschung, dich hier zu sehen. Ich traf Mr. Thatch vor einem Monat und er bot mir an, mich unter seine Fittiche zu nehmen. Er sagte, ich müsste mir die Landeischalen abwaschen, um ein Pirat zu werden. Nun, dann viel Glück. Unter Blackbeards Fuchtel wurden schon schlechtere Männer besser. Ist das sein Ernst?
Bonnet und Pirat? Ernsthaft? Na gut. Schiffswracks, Sie können nun die Tauchglocke verwenden. Die Tauchglocke erlaubt Ihnen, bestimmte Unterwassergebiete zu erreichen und zu erkunden. Zum Beispiel Schiffswracks und Cenotes? Cenotes? Was soll das denn sein? Egal. Segeln Sie dorthin und halten Sie einfach A, wenn Sie aufgefordert werden, die Tauchglocke herabzulassen. Machen wir sehr gerne. Das heißt, selbe Systematik wie auf dem Meer zum Beispiel bei einem Harpuniergebiet. Also dann hin da, ja. Und zwar sowas von so viel Segel, wie wir können. Ich will dahin, los. Ich freue mich. Also dann, rein da. Auf ins kühle Nass, Freunde. Wow. Okay. A halten, um vor Anker zu gehen und die Tauchglocke aufzuwerfen. Das haben wir doch schon gerade gemacht. Und jetzt? Wow. Okay, die Steuerung ist ganz simpel. Einfach mit dem linken Stick umherschwimmen, so wie man es auch gewöhnt ist. Mit dem rechten umsehen. In der Mitte haben wir unsere Sauerstoffanzeige. Und ich hoffe, keine Haie in der Nähe. Oh, ist das cool. Wie war das mit ZR? Schneller schwimmen? Jawohl. Ich hole zwischendurch nochmal Luft. Jawohl, genau. Okay, und weiter geht's. Wie hieß das gerade? 6 Truhen gibt's hier zu finden, genau. Und 3 Fragmente. Was ist das hier? Luftfässer. Ah, okay, okay. Das heißt, ja, wenn man sich weiter von der Tauchglocke entfernt. Moment, diese Quallen sind bestimmt nicht ohne. Ich glaube, da sollte ich aufpassen und die besser nicht berühren. Ja. Genau das habe ich mir doch glatt gedacht. Zumindest war es nicht allzu viel. Wäre praktisch, wenn man irgendeine Möglichkeit hätte, die zu vertreiben. Wow, noch ein großer Rochen. Echt gut. Und vor allen Dingen, das heißt, dass wir uns nun endlich mehr von den Plänen holen können. Bislang haben wir erst einen gefunden für die Harpune. Müssen wir hier irgendwie untertauchen? Oh, die Luft. Ich sollte vielleicht erstmal hier einmal... Nanu, habe ich gerade nicht... Doch, jetzt. Sind die Feuerfässer hier nur einmal... Feuerfässer, sag ich schon. Die Fässer nur einmal... Oh ja, sieht so aus. Nur einmal nutzbar. Leute, auch wenn ich hier noch nichts gesehen habe, was mir wirklich wehtun kann. Okay, die Quallen mal abgesehen. Von den Quallen mal abgesehen. Das ist echt spannend. Ich habe die ganze Zeit Respekt davor, ob uns irgendwo am Ende ein Hai begegnet. Denn es sind super faszinierende Tiere, aber es gibt auch kaum ein Tier, vor dem ich mehr Schiss hätte. Als vor einem Hai. Na super, Edward. Das war jetzt irgendwie... Ach doch, hat geklappt. So hat die Kiste sogar anscheinend aufgebrochen. Einen Weg nach draußen finden. Ach, haben wir uns jetzt hier in dem Wrack... Scheiße. Eingesperrt? Okay, dann müssen wir wahrscheinlich durch die Höhle durch. Und dann geben wir besser ein bisschen Gummi. Was würde ich in Realität so Panik kriegen? Stellt euch das mal vor, ihr taucht in einer Höhle. Das heißt, man kann nicht so ohne weiteres... Moment, wie war das? Kann ich hier... Ich hab grad den... Kann der Text bitte nochmal kommen? Ich habe zu spät gelesen. Ach, Moment mal, ich glaube, das ist einfach nur, dass wir hier tatsächlich einmal Luft holen können. Und dann geht's weiter. Tja, und solche netten Atemstellen zwischendurch. Darauf braucht man in der Realität wohl eher nicht hoffen. Ach du großer Gott, was eine Strömung. Scheiße. Ich will irgendwo gegen knallen. Boah. Aber
ich hab's doch gesagt vorher, Leute. Ich bin gespannt, was sie so einbauen, um das Ganze spannend zu gestalten. Und dass sie sich was einfallen lassen. War klar, ein Haifisch, ich hab Angst. Scheiße. No! Fuck. Und der wird auch noch direkt vor unseren Augen gefrühstückt. Das ist doch wohl nicht euer Ernst. Scheiße, der Hai. Wie war das in Seetangteppichen? Da drin. Los. Ich bin nicht da. Geh weg. Ich hoffe, der entfernt sich irgendwann auch mal. Und ich gehe auf jeden Fall schnell Luft holen. Sicher ist sicher. Auch wenn das wahrscheinlich dazu führt... Wobei, nee, hier kann ich mich scheinbar auch verstecken kurzzeitig. Wäre aber auch gemein, wenn... Wie soll ich an dem Hai sonst vorbeikommen? Nein, nein, ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Boah, Leute, ich mache an dieser Stelle mal einen kleinen Cut, sonst wird der Part viel zu lang. Ich denke, wir haben ja gesehen, wie das Ganze hier so vonstatten gehen kann. Ich bin echt begeistert, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, Leute, bleibt dran, beziehungsweise schaltet euch da ein. Macht was Schönes. Bis dahin, euer Gordrak. Ciao.